was glaubt ihr das? Jay, was ist das? Zusammen sind wir Legion Daria Films. Kommst du zur neuen Folge von Filmkick? Kennt ihr diese Filme, die nur von verwirrten Eltern gekauft werden, die eigentlich nur ihren Kindern was Gutes tun wollen, aber nicht realisieren, dass sie gerade eine billige Kopie kaufen oder von Leuten gekauft werden, die sich einfach nicht das Original holen wollen? Tja, den Film, den wir euch jetzt vorstellen, ist so schlecht. 1-Euro-Shops geben ihn als Wechselgeld raus, wenn ihnen die 1-Cent-Münzen ausgehen. Der ist so schlecht, sogar die Sharknado-Produzenten von The Asylum mussten sich danach ihre Augen mit Seifen auswaschen. Seifen? Und da hört es nicht mal auf, denn der Film ist nicht nur Kacke, er ist auch einfach mal eine beleidigende Nachmache von einem der coolsten Superhelden überhaupt. Nein! Willst du anfangen, Jay? Nein! Nein! Wie gesagt, wir reden hier nicht von einer letzte Woche auf dem Flohmarkt gekauft billigen Nachmache. Wir reden hier nicht mal von so einer hat mir so ein Typ letztens in der U-Bahn verkauft billigen Nachmache. Das hier, meine Freunde, ist eine Digga, hast du überhaupt versucht irgendwas Cooles zu machen oder hattest du schon am Anfang gewusst, dass es so scheiße wird, billige Nachmache? Aber bevor ich mich jetzt hier in Rage quatsche, zeige ich euch einfach mal das Cover des Films und ihr ratet mal, welchen Superhelden die wohl hier versucht haben nachzumachen. Und go, es ist Iron Man! Entschuldigung. Ob sie da noch mithalten. Mann, wirklich jetzt? Ach so, was? Ihr hättet das nicht erkannt, weil die Cover und Titel komplett unterschiedlich sind? Ja, das ist ja dann wohl komplett eine Lüge. Nee, aber ohne Spaß jetzt. Metal Man, uninspirierter geht's doch gar nicht. Ach so, ja, nee, doch, warte, geht. Denn die haben den Film einfach noch unter einem anderen Titel released. Und zwar, haltet euch fest, Iron Hero. Ah, hell no. No! Abgesehen davon, dass Metal Mans Helm irgendwie aussieht wie eine Mischung aus Iron Mans und Green Goblins und er eher so Plastic Rubber Guy heißen müsste, weil daraus besteht sein Kostüm größtenteils, ist das hier ganz klar eine Iron Man-Imitation und ich werde euch nun etwas zu dem Plot berichten. Bereit? Bereit. Der Film beginnt mit dieser Intro-Szene und falls ihr euch jetzt gerade schon fragt, was ist mit meinem Bildschirm los, warum sieht alles plötzlich so kacke aus, ist das ein Bildschirmfehler? Hey, schau mal hier. Ich glaube, ich hab's. Nein, das ist kein Fehler, denn der ganze Film ist ein Fehler, denn der sieht einfach die ganze Zeit so aus. Und ich glaube, ich habe euch. Oh, Scheiße. Das Intro hat übrigens auch absolut nichts mit dem Rest des Filmes zu tun, also gut aufpassen. Nach den grandiosen Anfangscredits geht's auch direkt schon los mit purer Action. Was ist das? Was ist das für eine Schlacht? Was passiert hier? Warum sieht alles so aus, als wäre das ein schlechtes Computerspiel? Okay, nochmal Glück gehabt. Es war ernsthaft ein schlechtes Computerspiel, welches wir uns gerade 45 Sekunden ohne Zusammenhang angesehen haben. Danke dafür. Nach diesem actiongeladenen Anfang treffen wir auch direkt schon auf unseren Hauptcharakter Kyle. Der scheinbar 35-jährige Mann, der immer noch bei seinen Eltern wohnt und mich irgendwie die ganze Zeit an diesen Expeditionsleiter aus James Camerons Titanic erinnert hat. Ist mal wieder kein toller Auftritt. Ja, ich weiß. Der Schauspieler, der Kyle verkörpert, heißt Samuel Nathan Hawkmeyer und, Leute, sein Schauspiel ist einfach grandios. Vergesst mal Robert Downey Jr. Dieser Typ ist dazu bestimmt, der einzig wahre Held im rot-goldenen Metallanzug zu sein. Ironie. Nachdem Kyle die wahrscheinlich awkwardste Unterhaltung führt, die ich seit langem in einem Film gesehen habe und er anschließend wieder in die Richtung verschwindet, aus der er gekommen ist. Wow, ich sehe dich jeden Morgen hier lange. Jeden Mittwochmorgen. Ja, ich muss mal wieder zu Dr. Blake ins Labor. Finden wir heraus, dass er der Schüler eines gewissen Dr. Arthur Blake ist und ihm bei der Entwicklung eines, haltet euch fest, Kampfanzuges ist. Ich weiß, ich hätte das auch nicht erwartet. Dieser Film ist echt unberechenbar. Kyle zieht den Anzug an und muss für einen Kältetest in einen riesigen Gefrierschrank, der sehr tiefe Temperaturen erreicht. Und das Ganze wurde anscheinend noch nie getestet, aber ich meine, klar, schickt den Praktikanten rein. Wenn der stirbt, ist doch egal. Nee, ernsthaft, was geht denn hier ab? Und an dieser Stelle fragen wir uns, wie wird es weitergehen? Die Antwort? Bösewichte dringen in das Labor ein und töten den Doktor mit einem leichten Schubser. Dann versuchen sie den Anzug zu kriegen, doch schaffen es nicht, in die überdimensionale Kühltruhe reinzukommen, da sie schreckliche CGI-Kälte davon abhält. Und die logische Schlussfolgerung ist dann, dass sie gehen. Um Kyle vor dem sicheren Tod zu retten, erwacht Dr. B nochmal kurz zum Leben, öffnet die Tür, die gerade eben noch unanfassbar war, und schafft es noch ein paar letzte Worte mit Kyle auszutauschen, bevor er dann seinen tödlichen Verletzungen unterliegt. Ohne Witz, dieser Bösewicht muss echt einer der mächtigsten Menschen auf diesem Planeten sein, denn ein kleiner Schlag mit dem Ellenbogen und ein Schubser reichen anscheinend schon aus, um den Doc an inneren Blutungen oder verlorener Lebensenergie verrecken zu lassen. Rest in peace, Dr. B. Aber keine Sorge, das war nicht das letzte Mal, dass wir ihn zu sehen bekommen. Denn als er stirbt, überträgt er sich als eine Art Jarvis für Arme in den Helm des Anzuges und steht Kyle für weitere besorgende Informationen zur Seite. Welche besorgenden Informationen? Ach so, nur eine kleine Randnotiz. Dass er für immer in dem Anzug gefangen ist. What the hell, Doc? Eine kleine Anmerkung wäre cool gewesen. Warum machst du sowas? Alter, ohne Witz. Aria, mach mal weiter. Das ist zu viel. Gut, also irgendwie tröstet es. Kyle kann den Anzug wenigstens unsichtbar machen, indem er das Wort Tarnung sagt. Tarnung! Oh mein Gott! Wie?
Mittlerweile haben die Handlanger des Bösewichtes das Haus von Kyle aufgesucht und dort seine Eltern getötet. Wow, holy shit, war das nicht eben noch ein Film, bei dem die Bösewichte einen höchstens umschubsen würden? Hey Film, bist du gewalttätig oder nicht? Entscheide dich! Darauf folgt ein blutrünstiger Fight, der es in sich hat. Doch wer jetzt denkt, es wäre cool, Metal Man zu sein, hat sich geirrt. Obwohl der mega coole Anzug und die scheinbar unendlichen Fähigkeiten echt begehrenswert sind, gibt es ein kleines Problem. Kyle kann sich ab jetzt nur noch von einer grünen Flüssigkeit ernähren, die in kleinen Fläschchen abgefüllt in Dr. Blakes Kühlschrank sind. Das ist deine Nahrung. In recht begrenzter Stückzahl. Ist das der Untergang vom legendären Metal Man? Tod durch Unterernährung? Schmeckt das Zeug denn wenigstens? Wie schmeckt es? Haben Sie jemals so eine Scheiße gegessen? Mit Zucker vermischt? Aha. Das war eine sehr genaue und etwas sorgenerregende Antwort. Aber genug vom kulinarischen Geplapper, wir wollen mehr Action. Und was bietet mehr Action als Superhelden und heiße Karren? Genau, gar nichts. Dieser Anzug scheint echt vieles zu können, doch wenn Metal Man Auto fahren muss, dann scheint Fliegen wohl nicht zu seinen Fähigkeiten zu gehören. Naja, wenigstens haben sie das nicht Iron Man auch noch nachgemacht. Es folgen weitere legendäre Fights, eine verhinderte Vergewaltigung mit Heilung inklusive und die Frau von dem inspirierenden Dialog vom Anfang, die an eine Couch gefesselt ist, welche stark an ein 18-Plus-Video erinnert. Ach halt, fast hätte ich's vergessen, da gibt es dann noch die Frau, die zwischen den Szenen immer ihr Oberteil wechselt, aber bei dem Plot bleibt wohl genügend Zeit für Styling-Probleme. So langsam kommen wir dann auch zum Showdown und dafür haben die Produzenten so richtig tief in die Taschen gegriffen, denn die Location ist etwas ganz Besonderes. Sein Name ist zwar nicht Old MacDonald, doch sie sind auf einer Farm. Hier kämpft unser Held zuerst gegen einen bisher unbekannten Roboter, den der Bösewicht vielleicht schon etwas früher hätte einsetzen sollen, statt seiner nutzlosen Handlanger. Doch so ein paar Schaltkreise haben keine Chance gegen unseren Mann aus Metall. Oder in Metall. Inzwischen wurde die shirtwechselnde Frau zu einer Metal Woman gemacht und trägt jetzt einen Helm, ist aber trotzdem auf Metal Mans Seite. Schlauer Move vom Bösewicht. Der holt jetzt einen dritten Helm aus seiner Tasche. Wo kommt der denn her? Kommen wir nun zum Kampf gegen den Endgegner und macht euch bitte noch einmal für 100% Sinnlosigkeit gefasst. Mit einem Code, an den sich Kyle gerade noch so erinnern kann, schafft es das Metal-Paar, den Metal-Fiesling zu besiegen. Ich würde es euch beschreiben, aber das kann man nicht in Worte fassen. 44875. Oh, Gott sei Dank. Computer, Programmwechsel, Routine 44875. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, dass das Ende mehr Sinn ergibt, wenn man den kompletten Film gesehen hat. Nein, tut es nicht. Ja, Leute, der Film ist jetzt vorbei, keine Sorge. Doch in den Credits wird uns noch eine kleine Info mit auf den Weg gegeben. Metal Man konnte die ganze Zeit fliegen? Die ganze Zeit? Auf unserem Second Channel Jay & Aria Next Level Miami haben wir auf eine Szene von Metal Man reagiert und auf eine Menge weiterer verrückter filmbezogener Videos, die ihr uns zugeschickt habt. Also geht mal auf den Link in der Infobox oder was machen Sie sonst, Jay? Kann auch hier draufklicken. Danke, Jay. Jetzt kannst du wieder gehen. Haut dir Reason. Reason.